So ein bisschen im 10-Jahres-Rhythmus haben wir das ja jetzt gesehen in den vergangenen 30 Jahren, werden die Incoterms wieder ein bisschen erneuert, überarbeitet. Für den 1.1.2020 haben wir jetzt ja die ersten Seminare für KMU, die wir hier durchführen. Ist es der grosse Wurf oder sind es nur kleine Veränderungen? Ich weiss gar nicht, was ich mir eher gewünscht hätte, die grosse Wurf oder kleine Veränderungen. Sehr wahrscheinlich kleine Veränderungen ist das, was man eigentlich brauchte, wenn sie notwendig sind. Und wir sehen ja tatsächlich in den 2020er Incoterms kleine Veränderungen. Das meiste ist eigentlich eine Klarstellung von vielen Punkten, also in dem Sinne ein Schritt nach vorne. Es ist einfach so, dass natürlich kleine Veränderungen halt für gewisse Unternehmen doch wieder viel Anpassungen braucht und sich neu mit diesen Incoterms auseinandersetzen. Das wird einigen Aufwand brauchen. Ich glaube, es lohnt sich aber, weil die Incoterms doch ein guter Wurf sind. Du hast gesagt, dass vor allem die Einleitung im neuen Seminarbuch, in dem Buch über die Incoterms auch so wertvoll ist. Was liest man denn dort? Ich glaube, es ist fast wie eine kleine Schulung. Also das ist jetzt, in den Incoterms selber hat man eigentlich alles, was man braucht, um es intern können, weiterzubringen. Es hat auch ganz neue Abschnitte, die inhaltlich nichts Neues bringen, aber wirklich eine Hilfe sind für den täglichen Gebrauch. Also ich glaube, so gesehen könnten die schon wieder neue Maßstäbe setzen und vielleicht einen leichteren Zugang zur Materie geben. Aus der praktischen Erfahrung heraus gibt es ja so Klauseln, die eigentlich gar nicht so optimal sind, die aber sehr beliebt sind. Ex-Works zum Beispiel. Bleibt die Klausel? Also Ex-Works bleibt. Ich glaube, jede Klausel ist irgendwie in einem gewissen Umfeld beliebt und andere sind dann unbeliebt. Die Incoterms müssen ja für die ganze Welt irgendwie eine Lösung finden und sie müssen für alle Arten von Business eine Lösung bringen. Und ich glaube, der Maßstab ist nicht, ob eine Klausel Probleme bringt oder nicht, sondern man muss schauen, ob man die Probleme lösen kann in den Incoterms selber oder ob die Probleme der Parteien gelöst werden müssen. Und solange die Wirtschaft Klausel braucht und verlangt, ist es nicht an der Handelskammer, die einfach zu streichen. Also in dem Sinn war der Approach sicher richtig von den Incoterms und von der ICC, das zu behalten. Es ist ja ein Vertrag zwischen dem Lieferant und dem Hersteller in der Regel. Es ist ja nicht, dass es ein Regelwerk ist, das länderbezogen ist. Wird aber ein bisschen so dargestellt, wenn man sieht, 141 Länder wenden die an. Ja, ich glaube, das ist einfach, was die Incoterms sind, ist glaube ich, immer so ein Mythos. Es ist keine Konvention, es ist kein Gesetz. Schlussendlich sind es nicht mehr sogar Handelsbruch, was mal ursprünglich sind, sondern ist ein Vertragspaket, wo man, wenn man es sauber macht, ein Teil dann von der Vertragsbeziehung wird. Also dem sind sicher falsch. Länder haben eigentlich höchstens in der Schnittstelle etwas zu tun mit den Incoterms, nämlich Schnittstelle Incoterms zu dem Papier, zum Zoll. Dort hat es natürlich eine gewisse Berechtigung. Da kann man schon sagen, dass natürlich je nachdem wie Zoll die Klauseln akzeptieren, eine gewisse Akzeptanz von den Incoterms ist. Aber man muss immer klar sein, es ist echt Vertrag. Du bist Rechtsanwalt, ja, in der Profession setzt sich aber seit Jahren ja auseinander mit diesen Incoterms. Du hast eben auch schon mit erarbeitet in den letzten 30 Jahren, wie ich erwähnt habe. Wo siehst denn du eigentlich so die grössten Schwierigkeiten, die einfach nicht verstanden werden? Und könnte man das jetzt im Aufzug von diesen neuen Incoterms vielleicht verbessern? Was müssten wir auch als Organisation können mitgeben können? Dass das richtig angewendet wird und auch bewusst die Herausforderungen und die Risiken, die damit verbunden sind, ein bisschen besser gemanagt werden in einem KMU? Seit den 30 Jahren, als ich das betreue, sehr viel immer die gleichen Missverständnisse, die immer wieder kommen. Es gibt immer die gleichen Schnittstellenprobleme, die immer wieder kommen. Die haben sich auch nicht geändert jetzt. Also die werden weiterhin so sein. Ich glaube, Schulung, intern, extern, das ist einfach das A und O. Gute Vorbilder, die das sauber machen. Und ich glaube, ganz wichtig fände ich eben schon, dass das für einen kurzen Moment, das Management ist sehr beschäftigt, aber dass das auch ein Management-Posten ist, wo man einfach für die Firma gewisse strategische Entscheidungen trifft. Also nicht nur im Verkauf oder in der Logistik, sondern dass man sich wirklich mal überlegt, was sind für mich die richtigen Klauseln und wie soll mein Vertragswerk rundum, Incoterms ist nicht der Vertrag, ist nur ein Teil davon. Wie soll das Ganze ein Paket bilden? Und da sehe ich das als Anwalt, sowohl im nicht pathologischen Zustand, also im Straftat von solchen Verträgen, wie inklusiv man das angehen muss. Also nicht irgendwie einfach nur juristisch, sondern man muss es eben sehr down to earth machen. Und ich sehe es natürlich auch im pathologischen Fall. Wenn dann eben so Verträge halt eben ein bisschen weltfremd geschrieben worden sind,
von einer Rechtsabteilung, von einem Anwalt, von irgendeinem Verkauf und dann einfach logistisch nicht abgebildet werden können. Das sind nach wie vor Probleme, die hat es schon 100 Jahre gegeben und die wird es sehr wahrscheinlich noch ein paar Jahre geben. Ich glaube auch nicht, dass die Incoterms das ändern können. Das können wir Schulungen und gute Beratung machen. Das versuchen wir ja immer, vor allem auch die Leader, die New Leaders, die Exportverantwortlichen, aber bis in die Geschäftsleitung auch zu vermitteln. Export ist keine exakte Wissenschaft. Jeder Fall ist anders, jedes Land braucht andere Herausforderungen. Das Bewusstsein eigentlich, dass es auch ganz früh anfängt, dass es fängt ja schon bei Forschung und Entwicklung an, um am Schluss den Zollprozess dann auch entsprechend zu gestalten. Wie könnte man das noch besser machen? Was denkst du? Ich glaube, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das Management muss, und das ist ja sicher eine der Hauptpflichten des Managements, schauen, dass sie Produkte entwickeln, die für den Markt auch gemacht sind. Und dort gehört einfach das ganze Umfeld dazu. Das Produkt ist nicht nur ein Gerät, das man irgendwie verkauft, sondern es ist die ganze Philosophie, die dahinter ist. Und ich sage immer, der Vertrag, der dazugehört, ist ein Teil des Produkts und sollte mindestens vom Management angestoßen werden. Also es ist nicht meine Forderung, dass das Management das muss unbedingt machen muss. Aber die strategischen quasi Impulse und die Freiräume muss man schaffen, am Verkauf und der Logistik, dass da einfach wirklich gute Vertragswerke entstehen. Das würde uns auch freuen. Wir haben ja gerade noch die KMU-Studien rausgegeben und dort drin war ja, wie innovationskräftig oder eben auch wie stark das die Schweiz als Land ist, Innovationskraft zu fördern, haben aber 85% von allen gesagt. Sprich, werden Produkte verändert, gibt es wieder neue Prozesse und ich glaube, daran muss man bleiben und das Bewusstsein auch behalten, dass das eben nicht nur das Produkt, wie es aussieht, ist, sondern auch die ganze Abwicklungstechnik, dass die effizient und vor allem auch erfolgreich durchgeführt werden kann. Das hat natürlich jetzt gerade im grössten Verhältnis Schweiz-Welt, oder, wo ja eigentlich geografisch verschwindend ist, ist natürlich auch das Produkt sehr oft verschwindend. Und dann denkt man immer, ja, was soll ich da aus Biberist oder aus Pratteln irgendetwas verändern? Aber ich glaube, da ist es einfach, wenn man die Attitüde hat, das Produkt, der Stolz vom Produkt hält eben auch noch bis im Vertrag. Also der Vertrag ist ein Teil des Produkts, begleitet das Produkt in die nächste Phase von der Wirtschaft. Habe ich schon ein paar Mal Fälle gesehen, wo man sich quasi die Vertragsherrschaft wieder hat können zurückerobern und tatsächlich auch vertraglich können bestimmen, was mit dem Produkt passiert. Eigentlich optimal produktverliebt und trotzdem konform, rechtssicher die Exportprodukte weiterproduzieren. Selbstsicherheit, die so weit geht, dass man sagt, der Vertrag ist auch unser. Und der ist gut und der muss objektiv sein, der muss gut sein, der muss nahtlos sein. Und vor allem produktbegleitend. Also quasi weiterdenken, was das Produkt dann nach der Ablieferung alles noch mitmachen, dass man den Service anbietet. Und ich glaube, dort haben wir noch grosse Chancen. Keine Angst, sondern anpacken ist da sicher der richtige der richtige Aspekt für die nächsten Jahre. Danke vielmals für das sehr interessante Gespräch, Alex von Ziegler. Danke, ganz mehr. Danke.